So, liebe Anna, wo stehst du jetzt gerade da im Gefängnis bei dir? Ich sitze jetzt in meiner Zelle und habe eben vor 20 Minuten meine Post holen können und war mit der Lektüre noch nicht so weit. Ich habe gerade eben deine erste Karte gelesen und habe mich sofort gemeldet. Den Brief habe ich jetzt noch nicht durch. Ah, okay, gut. Und schade, schade, eine Stunde eher und du hättest in das Interview oder das Gespräch, was ich mit Christina Rumpel über deinen Fall gemacht habe, dazukommen können. Aber macht nichts. Jetzt nutzen wir einfach die Gelegenheit, ich zeichne das ja auf und dann können wir das auf OKTalk hochladen und auf meinem Blog und auf YouTube und so. Erstens, möchtest du sozusagen der Öffentlichkeit sagen, wie es dir geht, was du machst? Grundsätzliche Aussagen treffen, von denen du möchtest, du kannst ja im Moment immer nur per Brief und ganz selten auch per Telefon Menschen erreichen. Ja, ich könnte prinzipiell könnte ich auch öfter telefonieren, aber wir haben es hier mit einer Telefongesellschaft zu tun, die ziemlich teuer ist und die auch nicht immer funktioniert. Ja. Und ich kann auch nicht angerufen werden. Das ist alles irgendwie anders als im wirklichen Leben. Genau. Aber wie geht's dir im Moment so? Wie lange bist du jetzt schon inhaftiert und wie ist dein Tagesablauf? Erzähl es einfach für all die Menschen, die dein Schicksal verfolgen. Also so, wenn ich die 35 Tage waren es, glaube ich, oder 34, nee, 35 von der U-Haft nicht mitzähle, habe ich heute, glaube ich, irgendwie kurz vor den 150 inhaftierten Tagen. Also ich bin schon eine Zeit hier. Und mir geht's, ja, ich meine, du wirst mit allem versorgt, du kriegst Essen, es ist warm, ich habe sogar mein eigenes Badezimmer. Als Totschlägerin kann man dich ja nicht einfach zu vielen anderen in eine Zelle sperren, aber das ist hier in Pankow auch nicht üblich. Fast jede Frau hat ihre eigene Zelle. Ja, und wie gesagt, dass man sich hier selber im Badezimmer versorgen kann, finde ich auch nicht schlecht. Ja, das Wichtigste so zum Essen kriegst du und den Rest kann man sich natürlich für gutes Geld dann beim Einkauf besorgen, der ungefähr alle 14 Tage stattfindet. Da gibt es aber auch eine Begrenzung nach oben, wie viel man ausgeben kann und verdienen tue ich nicht viel, da ich ja nur halbtags arbeite Was arbeitest du? in der Bücherei. Verdiene ich so zwischen 140 und 170 Euro im Monat. Das heißt, das, was ich früher ja, in einer Stunde so verdient habe, das verteilt sich jetzt auf den Monat. Aber vielleicht sollte man hier ja auch lernen, dass Geld nicht so wichtig ist. Und was kannst du kaufen? Wo kannst du dann einkaufen? Es gibt denn so Listen, die sind mit allen möglichen Nummern bestückt, also es unterschiedliche Sparten, so das, was es in einem normalen Edeka-Geschäft gibt. Das haben wir auf fünf großen Blättern, DIN A1 würde ich sagen, oder DIN A2, keine Ahnung, also das Doppelte von DIN A4, DIN A3. müsste DIN A3 sein, ja genau. Haben wir da fünf Seiten mit unterschiedlichsten Sachen, auch Kosmetika oder sowas, die man kaufen kann. Zahnpasta hat es hier nämlich auch am Anfang nicht gegeben, das musste man sich kaufen und ja, alles andere eben auch, was die Gefangene soll einfach, glaube ich, lernen, dass man alles im Leben bezahlen muss und ja, nicht klaut oder so. Keine Ahnung. Und für wie viel Geld im Monat darfst du einkaufen? Da wird mir immer irgendwas zugestanden auf mein Hausgeldkonto. Das ist was anderes als das Eigengeldkonto. Anders als sich der Name Eigengeldkonto anhört, kann ich über das Geld nicht verfügen. Das wird eben auch gepfändet im Moment von der Justizkasse Hamm, die ja das Geld für das Holz von meinem Scheiterhaufen auch wieder haben wollen. So ungefähr 180.000 haben die sich mal ausgedacht, muss ich irgendwie aufbringen, obwohl man mir hier
sich ja diese Verdienstmöglichkeiten nicht zugesteht und auch dadurch, wenn ich später mal ja irgendetwas arbeiten will, meine beiden erlernten Berufe und meine Kompetenz aber nicht mehr brauchen kann, wird es sehr fraglich, wie ich mit so einer Forderung umgehen soll. Das Und von heißt, daher hat das für mich alles so einen Wert und ist nicht wirklich realitätsangemessen. Ich sitze also hier nach wie vor ein Stück weit in der Realität, ein Stück weit aber auch in so einer Art albtraummäßigen Zustand immer noch. ja, und das heißt, das Geld, was dir gespendet wird, ich spende ja auch regelmäßig auf dein Konto, das wird sofort alles wieder weggepfändet zur Nee, Abzahlung. alles nicht. Ich darf da auch ein bisschen was von behalten. Ich weiß nicht genau, wie das geht, ob die 4 Siebtel davon einziehen oder 3 Siebtel. Also jedenfalls darf ich davon auch was behalten, aber es wird halt jeden Monat was gepfändet. Ja, das auch abgesehen von der Tatsache, dass ich nie im Leben diese Summe zusammenbringen kann. Ne? Klar. Okay. Und du kannst aber auch nicht Insolvenz anmelden, weil du ja eh im Grunde deiner Freiheitsrechte und Persönlichkeitsrechte derzeit beraubt bist. Gibt es denn Also, irgendein. das ist noch mal anders. Es gibt hier durchaus eine Schuldnerberatung und dieser Ausweg über ein Insolvenzverfahren würde für mich bedeuten, dass ich das zu Hause, dass es ja immer noch für meine Tochter und für meinen behinderten Sohn ist, verkaufen müsste. Ja, auch wenn es mit ziemlichen Schulden belastet ist, würde das als erstes mal verkauft und alles, was ich habe. Und das, ja, zu dem Schritt kann ich mich hier eben noch nicht wirklich entscheiden. Ich würde sicherlich irgendwann mal diese Wohnung, die ich da habe, verkaufen wollen, um eben auch woanders zu leben und vielleicht auch kleiner oder ganz bestimmt auch kleiner. Aber ich möchte das auch zu einer Zeit tun, die mir besser genehm ist und wo ich auch vielleicht besser verhandeln kann als unter den jetzigen Vorzeichen. Ja, und wie ist jetzt, ich meine, du hast ja die Rechtsmöglichkeiten weitgehend ausgeschöpft. Gibt es, ist es für dich etwas, was dich beschäftigt, wie du noch frühzeitig rauskommen könntest oder das Urteil doch noch revidiert werden könnte, obwohl die Revision bereits ausgeschlossen wurde? Gibt es in der Richtung noch irgendwelche Perspektiven? Also wenn mich dieser ganze Prozess und die Art, wie er geführt wurde und auch diese vorgebliche Korrekturarbeit des Bundesgerichtshofes eins lehrt, ist es, dass ich auf diese Form von Rechtssicherheit überhaupt in keiner Weise vertrauen kann. Deshalb interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht eine erneute Vorstellung in Hinsicht oder im Hinblick auf ein Wiederaufnahmeverfahren. Diese ganze Situation vor Gericht war derartig diffamierend und unangenehm und auch traumatisierend, dass ich mich diesem Verfahren nicht mehr stellen möchte, vor allen Dingen, weil meine Erfahrung ja auch sagt, dass hier keine Gerechtigkeit zu erwarten ist. So. Und mein einziger Weg ist im Grunde genommen weiterhin nur über Öffentlichkeit zu gehen und an alle Menschen, die ja Interesse an meinen Erfahrungen haben, die Bitte heranzutragen, überlegt euch, was ihr zulasst und in welcher Gesellschaft ihr lebt. Letztlich bedeutet das, was mir widerfahren ist, eine ganz große Unsicherheit für jeden, weil ne, diese Art von Willkür kann einfach jeden betreffen. Es genügt nach meiner Erfahrung einfach eine mehr oder minder geschickte Art der Verleumdung. Und es hat nichts mit Schuld oder sonst was zu tun, aber du kannst eben schuldig gesprochen werden und dir werden Konsequenzen von anderen Menschen auferlegt, die meines Erachtens ja, gegen höherrangige Gebote verstoßen. Was meinst du mit höherrangige Gebote? Ja, du sollst nicht
schlechtes Reden wieder deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut, dagegen wird ja nun eindeutig verstoßen, weil man nimmt mir alles weg und man hat meinen Ruf natürlich stark beschädigt und die Schäden, die ich seelisch davon trage, die interessieren, glaube ich, auch keinen von der Seite derjenigen Menschen, die diese Droben tragen. Und von daher fühle ich mich natürlich insgesamt recht unsicher aufgehoben in dieser Gesellschaft, obwohl ich einfach weiß, ich bin mit so vielen Menschen bekannt und befreundet und habe Kontakt mit denen, von denen ich einfach weiß, wir ticken einfach anders und wir wollen ein anderes Leben und wir sehen einfach auch für alle Menschen, dass sich ein anderes Leben durchaus lohnt und möglich ist. Aber wir sind anscheinend die Minderheit und im Moment scheint es für Minderheiten recht schwierig zu sein in dem sogenannten Deutschland. Ja, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass diejenigen, die hier das Heft in der Hand halten, sehr beunruhigt sind über diesen Widerstandsgeist, der sich da allerorten regt, weil du und ich ja nicht die Einzigen sind, die sich irgendwie ein schöneres Leben vorstellen und erhoffen und sich dafür tatkräftig einsetzen. Wie ist jetzt deine persönliche Perspektive, Anna? Wie gehst du mit diesem Eingesperrtsein um? Wie ist dein Tagesablauf und wie schaffst du es, wenn du es schaffst? Und ich denke, das wird wahrscheinlich nicht immer, aber immer öfter, hoffe ich, der Fall sein, dieser Situation Sinn abzugewinnen und daran eben zu wachsen, anstatt zu zerbrechen. Also meine Wohnfläche, die würde ich sagen, ist auf 2 bis 2 mal 4 Meter begrenzt. Ich habe aber ein Fenster, das ist jetzt auch auf und zeitweilig kann es sein, dass ihr den Lärm von den Flugzeugen hört, die in Tegel landen. Die fliegen hier nämlich ziemlich dicht übers Dach. Das Gebäude selber ist wunderschön. Ich habe Fotos davon gesehen, weil ich das von außen ja noch nie wirklich betrachten konnte. Man wird ja durch diese, also durch Busse, wo du nicht viel sehen kannst, direkt in das Gebäude hineingefahren und du hast erstmal so keinen wirklich großartigen Eindruck. Ich blicke auf eine Fassade, die mich ein bisschen an die wunderschöne Bauart der Zechensiedlung im Ruhrgebiet erinnert. Also das ist für mich immer wieder erhebend sozusagen oder angenehm, auf diese Fassade zu gucken. Wecken ist um 6.15 Uhr. Ich nehme für mich in Anspruch, mich nicht im Bett erwischen zu lassen. Ich werde also, ohne dass hier irgendein Wecker klingelt, vorher wach und stehe auch auf. Mache dann ein bisschen Yoga und andere Arten von Gymnastik. Zieh mich an, mach mich schön. Ich habe mir mittlerweile Wimperntusche gekauft und Lidstift und kämme mich und mach mir eine Frisur und die wenigen Anziehsachen, die ich habe, die reichen mir hier vollständig aus. Und dann geht es um 7 Uhr in den jeweiligen Betrieb und für mich ist das die Bücherei. Die Bücherei ist zurzeit ausgeräumt, weil sie renoviert wurde und umzieht. Und die, wo ich demnächst sitze, ist halb so groß. Ich werde jetzt also die schöne Aufgabe haben, all die Bücher, die ich über Wochen geordnet habe und die sich jetzt in einem völlig ungeordneten Zustand oben unterm Dach in einem Turm befinden, wieder zu ordnen und zu einem Teil runterzuholen, also etwa 50% an Büchern werden hier wieder eingeordnet werden können. Damit werde ich zu tun haben. Andererseits nehme ich hier die Möglichkeiten in Anspruch, Bücher zu lesen, die ich vergessen habe, in meiner Gymnasialzeit zu lesen, also so Weltliteratur. Ich bin zum Beispiel mit Dostojewski in Kontakt gekommen und lese seine Bücher Auferstehung und finde, obwohl die so alt sind, so viel Entsprechung, was dieses politische System anbelangt und auch die Art, Menschen zu bestrafen, das ist ganz
Ja, das war wie ein Nachhausekommen und auf diese Situation hier zu übertragen. Ich lese auch andere Sachen, also ich bin gut beschäftigt, ich kann mich gut beschäftigen mit Malerei und mit Zeichnen und mit Schreiben und mit Lesen. Fernsehprogramme habe ich drei, die interessieren mich nicht so besonders. Wenn ich mehr Fernsehprogramme haben wollte, müsste ich pro Monat 15 € bezahlen, dann kriege ich 30 Stück. Aber wie gesagt, das Geld kann ich mir sparen. Ich habe stattdessen Miete gezahlt für einen CD- und DVD-Player, der leider eine ganz schlechte Tonqualität hat. Aber die einzige CD, die ich jetzt habe von der Seelsorgerin, die sie mir geliehen hat, ist das Magnificat von Bach und ich freue mich, dass ich meine Musik hier hören kann, wenigstens. Und da ich sie gut kenne, ist mir dann das nicht so schlimm, dass der Lautsprecher blechern klingt. Ja, so, ne? Singen kann ich hier nicht unbedingt so, wie ich das von zu Hause kenne und sie ist eben auch ein ganz wichtiger Selbstausdruck von mir war. Weil sich offenbar die Leute hier überwiegend durch die hohen Töne vielleicht auch und durch diese klassischen und ungewohnten Melodien gestört fühlen. Also da kommt immer relativ viel Widerstand. Und ich habe hier eben auch mit Menschen zu tun, die aus ganz anderen sozialen Umständen kommen. Und ja, auf die muss ich halt eben auch Rücksicht nehmen. Klar, So, wie lange arbeitest du in also der ich Bibliothek? arbeite bis 12 dann, ja, von 7 bis 12, das Und sind Moment fünf mal, und Stunden. irgendwann musst du ja auch noch frühstücken. Wie läuft denn das Frühstück ab und das Mittagessen und das Abendessen? Auch das Frühstück, das spare ich mir. Ich habe meistens keinen Hunger und das ist mir nicht so wichtig. Ich kann mir hier, also die sind hier ganz nett, was Obst angeht. Ich nehme ein Stück Obst mit. Wenn ich Hunger kriege, kann ich Obst essen. Ansonsten mache ich mir da peu à peu 2 bis 3 Tassen Kaffee im Verlauf von 5 Stunden. Und da haue ich ein bisschen Sahne rein und dann geht es mir gut. Und Mittagessen ist in der Regel um 12. Heute am Freitag ist es um 1, weil dann alle Schluss haben. Und deshalb komme ich gerade erst vom Essen. Ja, und dann Freitag ist dann auch, bleibt die Zelle auf, während an den anderen Tagen kann man Pech haben und wird dann bis 2:45 wieder eingeschlossen. Irgendwie, um eine Gleichheit zu wahren, während die anderen eben noch arbeiten gehen oder überhaupt die Zelle nicht verlassen durften, sind die Halbarbeiterinnen dann auch in der günstigen Lage, eingesperrt zu werden und abgeschlossen zu werden, damit das gleichberechtigt ist, denn nehme ich mal an. Aber um 2:45 ist halt Aufschluss, man kann sich gegenseitig besuchen. Hier ist dann volles Leben auf der Station. Hier sind etwa, würde ich sagen, so 15 Frauen in ihren Waben. Interessant ist, dass das hier mal früher ein Kloster war und dass ich von Anfang an diesen Eindruck hatte, dass ich hier in so eine Art Kloster gehe, aber ohne diese religiösen Rituale einhalten zu müssen, das nur nebenbei. Ja, also dann ist Aufschluss und man kann sich dann so ein bisschen den Tagesablauf selber gestalten. Bis 8:45, dann ist wieder Einschluss. Und es gibt Tage, an denen kann man auch mal eine Stunde in den Fitnessraum. Der ist recht klein, ist vielleicht 16 Quadratmeter und da stehen 5 Geräte und man kann sich aber trotzdem da irgendwie beschäftigen. Es gibt die Möglichkeit, auch eine Stunde am Tag rauszugehen, aber wie gesagt, es sind 3 Bäume, um die man dann hier in engen Kreis rumgehen kann und wenn man da eher so die Idee hat, dass man wie in so einem Korall für kleine Ponypferde, die auf der Kirmes rumtraben müssen, im Kreis rumgeht, dann spart man sich das auch häufig. Genau, mittwochs haben wir einen Kunstkurs. Das ist sehr nett, mit Künstlern zu tun zu haben, die von außen kommen, die außerordentlich engagiert und ganz normal sind und auch ganz normal mit einem reden. Yogakurs haben wir am Samstag.
Ja, man kann viermal im Monat eine Stunde Besuch haben und zweimal im Monat ist in der Regel Einkauf. So, und das sind so die Highlights, die man so haben kann. Ja, und wie geht es dir innerlich? Was ist deine Perspektive für dich innerlich? Ich glaube, es ist einfach ein Stück dem Alter geschuldet, dass ich so viel an Vergangenes denke, mir aber auch viel Gedanken mache um die Situation, in der ich jetzt bin und womit die zu tun hat. Die Zukunft interessiert mich reichlich wenig, weil gerade im Alter fängt es einfach an, dass du mehr den Moment schätzen lernst. Ja, und ich nehme diesen Aufenthalt hier ein Stück weit als Vorbereitung aufs Sterben, ganz einfach. Ja, also vielfach sind die Briefe, die ich erhalte, auch ein bisschen so, dass sie mich erinnern an etwas, was man mit jemandem, der jetzt im Sterben liegt, vielleicht noch austauschen möchte. Ja, das ist bestimmt nicht von den Leuten gewollt, die mir schreiben. Ich spreche so ein bisschen abgehackt, weil ich mich gleichzeitig selber höre. Da gibt es irgendwie so eine Rückkopplung. Ich bin da etwas irritiert. Und dieses, ja, dieses quasi so ein Stück von außen gespiegelt zu kriegen, was man einem nochmal sagen möchte, bevor man so quasi zu Grabe getragen wird. Das kann ich hier durchaus genießen, denn wenn er tot ist, kann diese Sachen denn schon bewusst wahrnehmen. Ja, also das ist okay. Und ich glaube eben auch, dass genau wie eine Vorbereitung, eine mentale auf ein Gebären in unserer Kultur wichtig ist, ist eben auch eine Vorbereitung auf das Sterben. Ein ganz wichtiger Schritt und dem möchte ich auch nicht ausweichen, also dem möchte ich mich auch stellen. Was dann wirklich sein wird, wann ich hier rauskomme, das weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich was ändert. Die JVA hat im Prinzip die Möglichkeit, Lockerungen zuzulassen. Lockerungen würde zum Beispiel auch bedeuten können, dass ich mal ein ganzes Wochenende rauskäme, um mich mit meinem behinderten Sohn zum Beispiel in Unna zu treffen und dann wieder herzukommen. So. Wenn ich diesen Kontakt zu meinem Ex-Leben und zu meinen Angehörigen in Realitas, also von Aug zu Aug habe, dann könnte sich bei mir auch wieder was ändern. Aber im Moment ist es schon eher so ein bisschen wie in der Klause sitzen, ja, und sich selber quasi Rechenschaft über etwas ablegen. Und ich würde die Zeit einfach auch gerne nutzen wollen, etwas mehr und schneller zu schreiben. Das könnte ich aber nur über Laptop, der ist auch im Prinzip bewilligbar, aber den habe ich noch nicht. Und deshalb habe ich so ungefähr 400 Seiten handbeschrieben und merke so langsam, dass ich da die Übersicht verliere und hätte also wirklich lieber einen Laptop und warte jetzt seit vielen Wochen eigentlich ab, dass sich da mal jemand aufmacht und mir sagt, wo ich einen finden kann. Und Anna, was wünschst du dir zum einen, was können wir, die wir in Freiheit, jedenfalls relativer Freiheit sind, was können wir für dich tun? Was würde dir helfen? Erstens. Und zweitens, was wünschst du dir, was sonst in deinem Thema, eben natürliche Geburten und wie es jetzt durch deinen Fall exemplarisch in den Ruch einer kriminellen Handlung gerückt wird, was müsste da geschehen? Was wünschst du dir da? Also das, was ich schon sagte, ist Öffentlichkeit und Leute, die diese Art von Öffentlichkeit mittragen können, die sich also nicht berufen fühlen, dieses Urteil möglichst so zu sehen, als seien alle negativen Behauptungen gegen mich absolut einwandfrei recherchiert,
sondern die im Grunde wissen oder ahnen, dass das, was im Urteil gegen mich ausgedrückt wird, gegen alle Frauen im Grunde geht, die anderen Frauen die Möglichkeit eröffnen, freier ihr Leben zu gestalten und freier für sich selber zu sorgen oder insgesamt eigensinniger und kreativer mit sich umzugehen, dass das einfach mehr durchleuchtet wird, ja, dass das im Grunde ein Akt der Frauendiskriminierung ist letztendlich. Und wer meint, wir seien aus dieser Zeit raus und man darf jetzt das Wort Frauenrecht oder Diskriminierung nicht mehr gebrauchen, der sollte noch mal ganz genau hinfühlen. Dass, ich glaube, solange es um den Körper von Frauen geht und um ihre seelische Verfassung, können wir uns noch ganz gut weiter verbessern. Ja, gibt es auf der materiellen Ebene etwas, was wir tun können, außer auf dein Konto spenden? Kann man dir zum Beispiel CDs mit Musik zukommen lassen oder ist das verboten? Also ich habe ja schlechte Erfahrungen also gemacht. Es ist nicht verboten, es wird nur alles höchst kompliziert, so wie auch meine Kontakte nach draußen kompliziert sind durch eben dieses teure Telefonieren, durch diese Portokosten, die ich tragen muss, weil man mir nicht erlaubt, Briefmarken zu erhalten. So sind auch alle Sendungen, die ich erhalten könnte, erstmal von meiner Sozialarbeiterin zu befürworten. Also ich müsste wissen, was für eine CD soll mir da geschickt werden, will ich die überhaupt haben? Müsste dann einen Antrag schreiben, den meine Sozialarbeiterin absegnen muss. Und dann, wenn sie das getan hat, muss ich einen Einbringungsantrag schreiben. Und erst dann kann es losgehen. Und es geht auch nicht, dass jemand von sich aus seine CDs einsammelt und mir schickt, sondern das muss über ein Unternehmen laufen, sodass das gar nicht in private Hände geraten kann. Und das Unternehmen muss von der Anstalt selber akzeptiert werden. Wie zum Beispiel dieses große Versandunternehmen, was mit A anfängt und mit N aufhört. Ja. Ja. Alles klar. Das heißt, es ist kompliziert, trotzdem wäre es natürlich schön, oder hast du das schon gemacht, wenn du eine Liste zusammenstellst und mir per Brief schickst, und dann kann ich ja versuchen, dafür zu sammeln, dass man dann eben bei einem bei einem genehmen Unternehmen, was dann von deiner Sozialarbeiterin eventuell benannt werden könnte. Also das müssen wir dann einfach, sollten wir so machen, ja, dass du mit deiner Sozialarbeiterin besprichst, deine Liste, ob die okay wäre und über welchen Versandhandel die dir geschickt werden könnte und mir das dann schickst. Und dann würde ich Geld sammeln. Ich bin ja jetzt auch kein Krösus, aber dann würde ich dafür sorgen, dass die Menschen eben spenden können, damit du wenigstens deine Musik hören kannst. Und kann man dir auch einen Kopfhörer zukommen lassen, damit du wenigstens es donnern lassen kannst im Kopfhörer, damit es die anderen Mitgefangenen nicht stört, wenn sie da Klassik hören müssen? Ja, ich habe jetzt sogar Kopfhörer auf. Das Telefonieren geht hier nicht über so ein Ding mit einem Griff, sondern ich muss da so ein Headset aufsetzen. Und das ist dient dann auch hier zu Musik hören. Okay, gut. Ja, du hörst auch deswegen ein Echo, weil ich ja dich auf Lautsprecher gestellt habe, damit ich unser Gespräch aufzeichnen kann. Aber du schaffst es ja trotzdem. Ja, Anna, gibt es sonst noch irgendwas? Ich habe jetzt gerade ein Gespräch mit Christina Rumpel geführt, was dann heute oder morgen auf YouTube erscheinen wird und was ich auch auf OKTalk hochladen werde, wo wir eben auch anhand des Psiram-Artikels über Hausgeburten und die da verwendeten Links und so gezeigt haben, wie abgekartet das Ganze eben ist und wie da systematisch mit der Statistik Schindluder getrieben wird. Gibt es noch etwas, was du jetzt mitteilen möchtest? Sonst können wir jetzt auch das Gespräch beenden, um dich nicht gänzlich zu ruinieren. Und du kannst dann, wir können es da ja wiederholen, Gott sei Dank, hoffe ich jedenfalls. Ja. Also für mich ist nach wie vor die Brisanz der politischen Ebene ganz wichtig. Und ich wäre dankbar, wenn Leute, die zum Beispiel feministische Zeitschriften verlegen oder da Redakteurinnen sind, mal sich melden würden, vielleicht auch hier, um sich selber mal einen Eindruck von diesem
von dieser Art von Frauendiskriminierung machen. Das ganze Thema lohnt sich, weil man kann hier in der Anstalt sehen, was hier für Frauen eingesperrt werden. Und ich möchte mal mit Fug und Recht behaupten, dass ich nicht von einer einzigen Frau, die hier sich aufhalten muss, glaube, dass sie hier wirklich hingehört, ja, oder dass es wirklich keine andere Lösung gibt für irgendein Problem oder dass eine Frau hier wirklich einen Fortschritt in ihrer Entwicklung macht, ne, wenn sie nicht außerordentlich fantasiebegabt ist. Ja, darüber hatten wir ja schon, als ich dich im Gefängnis besucht habe, gesprochen. Du hattest damals gesagt, diese Mischung aus einerseits dieses alttestamentarische Prinzip der Bestrafung und es muss wehtun und andererseits wird ja behauptet, dass das die Gefängnisstrafe zur Resozialisierung dient. Wie kannst du das vielleicht nochmal formulieren, wie du das jetzt mit deiner 5-monatigen Erfahrung auf den Punkt bringen kannst? Ja, also dieses alte Ding von Buße, Strafe und Rache, das ist tatsächlich hier noch im Vordergrund. Das ist ja auch kein Wunder. Ich glaube, die meisten Menschen, auch die hier mit diesen blauen Uniformen arbeiten, sind einfach mit Lob und Strafe groß geworden und haben dieses System komplett verinnerlicht. Ja, also da muss man sich dann nicht wundern, dass sie wirklich der Überzeugung sind, es kann hier keine Unschuldigen geben, die hier reinkommen und die haben diese Strafe verdient. Sonst könnten die ihr Konzept ja hier gar nicht durchbringen, sondern würden dann nach einer gewissen Zeit einfach auch verzweifeln, je mehr sie von den jeweiligen Menschen erfahren, mit denen sie hier zu tun haben. Na, dieses Konzept, wir wissen das seit den 70er Jahren, ich weiß das so genau, weil ich da selber mal damals eine Arbeit geschrieben habe über dieses Problem von Loben und Strafen in der Pädagogik. Das ist längst überholt und das weiß man natürlich auch an den Stellen, wo man diese Strafvollzugsgesetze macht und man hat natürlich gelernt, dem Ganzen eine literarische Gestalt zu verpassen, die sich sehr sehr fortschrittlich anhört. Und da ist mit Sicherheit nicht von Buße und Strafe die Rede, sondern natürlich von Resozialisierung. Insofern kann ich aber auch sagen, auf mich trifft das nicht zu. Ich muss nicht resozialisiert werden. Ich muss rehabilitiert werden. Aber Rehabilitation kann ich hier mir schwer vorstellen, ja? Ja, insofern läuft diese ganze Aktion ziemlich an dieser Idee, was so ein Aufenthalt hier im Mädchenerziehungsheim bringen soll, läuft an mir ziemlich vorbei. Und das empfindest du auch für deine Mitgefangenen so? In der Regel ja. Ja, okay. Gut, Anna, oh, es tut mir richtig leid, jetzt unser Gespräch zu beenden, weil ich weiß, dass dann für dich noch die ganzen langen Tagesstunden kommen, in denen du eben da einfach... Für mich ist es anders. Ich wundere mich, wie schnell die Tage hier vorbei sind. Ich habe gute Kontakte. Ich bin ein Mensch, der sich mit allem Möglichen beschäftigen kann. Ich habe die Meditation zur Verfügung. Ich kann nur sagen, für mich ist es nicht schlimm. Für mich ist nur schlimm, dass ich nach wie vor noch gequält werde mit diesen finanziellen Forderungen und dass ich weiß, dass es meinem Sohn nicht gut geht, dass ich weiß, dass meine Mutter mich schmerzlich vermisst und dass mein Bruder jetzt einen für mich völlig fremden Betreuer kriegen muss, dass meine Tochter völlig überlastet ist mit der Situation. Das sind diese unmöglichen Härten, die überhaupt nicht thematisiert werden. Wenn sich da so eine Richtercrew zusammensetzt und sagt, wir bestrafen denjenigen mal, so lassen sie geflissentlich außerhalb ihres Blickfeldes, wen sie alles noch damit bestrafen. Und selbst wenn ich straffällig geworden wäre, finde ich, haben sie nicht das Recht, alle meine Angehörigen zu bestrafen. Ja, das ist natürlich zeigt auch die grundsätzliche Problematik und Unmöglichkeit dieses ganzen Justizvollzuges. Ja,
Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Das ist ein Gesetz, das steht noch ein bisschen über dem Menschengemachten. Ja? Ja. Und ich kann erkennen, wo die Verbrechen der Menschen liegen, die sich meinen, in bestimmten Funktionen einrichten zu können und über andere Menschen Strafen zu verhängen. Das kann ich erkennen. Ja, klar. Anna, es ist schön, dass wir dich nicht bemitleiden müssen oder sollten. Das Mitleiden ist eh sinnlos, wenn überhaupt kann man Mitgefühl empfinden, sondern dass du eben deine Stärke auch in dieser Situation hier bewahrst, beweist und ausbaust. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass du Erleichterungen in deinem Alltag bekommst und die Möglichkeit hast, deinen Sohn und deine Familie wieder zu sehen. Und gut, da wir bleiben in Kontakt, Anna. Ich danke dir für dieses Gespräch. Und ich danke dir. Ja, und bis bald und mach's gut. Mach's so gut du kannst. Das tun wir ja alle. Alle, die Menschen geblieben sind. Danke dir, Anna. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Anna Rocke-Löhnhoff am Freitag, den 12. Mai 2017, von 12:15 bis kurz vor 2. Ja, ich habe jetzt gerade hier meine Batterie.